Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosser-Rauhldorf. Ich habe hier einen Schließzylinder. Das ist ein Abus XP1. Und ja, da dreht hier die Schließnase durch. Der Schlüssel selber ist aber schon ein bisschen angebrochen. Gut, es ist so, machen wir den einfach mal eben auseinander. Jetzt geht er wieder. Jetzt dreht er wieder über. Dann gucken wir da mal eben einmal rein, was damit los ist. So, hier haben wir ja die kleinen Kügelchen drin. Müssen wir darauf aufpassen, dass sie da bleiben, wo sie hingehören. Das dann mal eben an die Seite. Dann ist die Kupplung, das muss ich mal hier ein bisschen, da kommt sie schon. Und das ist das Verlängerungsteil. Und die dreht irgendwie über. Gut, ich beschäftige mich da mal eben mit und dann wollen wir mal gucken, ob wir das nicht wieder richtig zusammenbekommen. So, ich habe das erstmal jetzt berichtigt. Dazu mache ich das immer so, dass ich den Zylinder komplett auseinanderbaue, keine Stifte, keine Federn reinmache und erstmal so teste, ob das funktioniert. Die Kupplung läuft jetzt wieder. Ich ja, bestifte das jetzt hier wieder neu, um dann eben halt die ganzen Sachen rein. Und auf dieser Seite habe ich bis jetzt noch nichts drin. Ist noch alles leer. So, das habe ich jetzt mal soweit fertig. Das lege ich jetzt mal beiseite. Jetzt lasse ich das immer noch so hier. Jetzt kommen hier die Federn rein. Also die Schließnase bleibt da drauf. Das ist noch alles ganz locker drin. Ich teste das bloß immer in der Funktion so, damit ich dann eben halt sehe, ob das funktioniert, so wie ich das gebaut habe oder nicht mit dem Kupplungsteil da jetzt. Gut, ich bestücke das Ganze mal eben und zeige das gleich mal eben. Ich habe das jetzt soweit bestückt. Es ist nur wichtig, dass hier diese Platte richtig drin liegt. Ups, sonst habe ich ja nämlich nachher ein Problem. Jetzt schon hier die. Ist nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich das nochmal raus und dann lege ich hier von oben einfach rein. Ist ein bisschen kompliziert gerade hier. So. So, jetzt ist sie drin.
dann kann ich das Ganze jetzt auch mal eben einmal drehen. So, und ist jetzt eingerastet. So, jetzt geht es auch wieder die. Ja, da springt sie wieder über. Moment. So, jetzt geht es hier richtig. Jetzt springt es auch nicht mehr über. Das war hier eben nicht richtig drin. Gut, jetzt weiß ich, dass das auf alle Fälle auf dieser Seite hier funktioniert. Und jetzt mache ich das Ganze eben halt mit der anderen Seite. Das besticke ich jetzt mal eben und dann zeige ich das gleich. So, dann habe ich jetzt hier auch die Stifte drin. Der Kunde, der mir das hier geschickt hat, der hat dann nur, er hat nicht genau beigeschrieben, was los ist. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Kunden meinen immer, ich habe mit denen gesprochen und ich weiß das dann alles, aber ich rede mit so vielen Menschen am Tag, dass das ein bisschen schwierig ist. Na gut. Rausgefallen. So, das ist jetzt auch wieder drin. Ja, die Schließnase ist fest, lässt sich auch nicht mehr. Springt also nicht mehr über. Gut, jetzt machen wir nochmal eben die Zange holen, damit wir das eben festmachen können. So, habe ich also hier. Dann kommt der Ring da wieder drauf. Ups. Der andere Ring auch. Ja, jetzt läuft das ein klein wenig schwer. Haue ich dann mal hier so auf die Schließnase drauf. Und dann die Ringe, wenn ich die auseinander gemacht habe, sind die noch verbogen ein bisschen. Und so werden die dann wieder gerade, ne? Die sind ein bisschen verbogen und dann sind die wieder gerade. Und dann funktioniert das alles auch. Ja. Hervorragend. Ja, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt, Reparatur eines Abus-Zylinder XP1.